Inzwischen ist die DDR längst ein Staat auf Abruf. Einmal aber sollen ihre Bürger die Volkskammer in freien Wahlen selbst bestimmen können. Eine Vorentscheidung in Sachen Wiedervereinigung. Weltweit beachtet. Guten Morgen aus Berlin an einem wahrhaft historischen Tag. Heute ist Wahltag. Ein Tag, der das Gesicht Europas verändert und unsere ganze Welt in einen sichereren Ort verwandeln wird. Deshalb sind wir heute hier. Die Gäste im Palast der Republik erleben einen konservativen Erdrutsch. Mit über 40% für die CDU werden 4 Jahrzehnte Sozialismus vom DDR-Wahlvolk abgestraft. Das Ergebnis überwältigt auch die Sieger selbst. Das Wahlergebnis ist so gut, wie die CDU gut ist. Für viele Bürgerrechtler ist der rechte Schub eine Enttäuschung. Es war eben wieder der Obrigkeitswahn der DDR-Bevölkerung, die zu wählen, die gerade an der Macht sind. Das war in dem Fall die CDU. Ehrlich zu sein, ich habe den Kohl damals auch gewählt, weil die SPD mit Lafontaine war nicht wählbar. Der hatte sich hingestellt und hat gesagt, zu teuer. Habt ihr mal gerechnet, wie viel Geld das kosten wird? Na gut, da hat er zwar irgendwie gesagt, was stimmte, aber er hat nicht gesagt, es wird zwar teuer werden, aber wir machen es trotzdem. Sondern eigentlich hat er gesagt, das ist zu teuer, das können wir nicht machen. So, das konnte man doch nicht wählen, wenn man die Einheit wollte. Schnell offenbart der sich auflösende Staat Phänomene, die es offiziell nicht geben durfte, aber dennoch gab. Brutal nutzen militante Neonazis ihre neue Freiheit. Raus! 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 Dann über Schiebergeschäfte machen wir. Raus! Aber die meisten Deutschen sind doch bekannt, dass wir arbeiten müssen. Ausländer raus! Ausländer raus! Ausländer raus! Anfangs dachte ich eben auch noch, also dass das eben Anti-SED-Reflexe sind, also dass man eben jetzt das Verhalten zeigt, mit dem man eben die SED am meisten abstraft, ja, oder die dann ist man eben auch Nazi, weil man es sein kann, ja. Für mich war rechtsradikales Denken für Menschen, die aus der DDR Volksbildung gekommen sind, unvorstellbar. Das Ende der DDR-Währung kommt in der Nacht zum 1. Juli. Ab 0 Uhr gilt die harte D-Mark. Getauscht wird im Verhältnis 2:1. Ein Albtraum für jeden Volkswirtschaftler, für die Menschen einfach nur ein Traum. Die Stunde 0 ist da. Die Menschen wollten teilhaben. Endlich. 40 Jahre waren sie doch von der Geschichte betrogen worden, um es mal aus ihrer Sicht zu sagen. Im Alemannischen würde man sagen, beschissen, aber darf man ja nicht sagen, also gestrichen. Und nun wollen sie auch mal so leben. Und der Schlüssel dafür war D-Mark. Für die Psychen der Menschen wäre ein langsameres Schrittmaß eigentlich das viel gesündere gewesen. Aber es war diese große Ungeduld der jahrelang ausgebeuteten und unterdrückten Menschen, die diese Beschleunigung erzeugte. Kleine Sparvermögen können im Verhältnis 1:1 getauscht werden. Das heißt, Kinder unter 14 Jahren dürfen 2000 Mark, 15- bis 60-Jährige 4000 Mark und über 60-Jährige sogar 6000 Mark umwechseln. Manche halten sich nun für unvorstellbar reich. Ich habe in der DDR 120 D-Mark gekriegt für so einen Drehtag. Davon waren 20 Mark Steuer. So, also 100 Mark. Und als sie dann gesagt haben, du kriegst jetzt 120 Westmark, habe ich gedacht, na, nach einem Film brauche ich ja nie wieder zu arbeiten. Ich guckte in diese Tüte und sagte, das sind ja jetzt nicht 400 Mark, sondern 400 D-Mark. Und bin natürlich dafür nicht einkaufen gegangen. Brot war noch da, Butter war noch da. Und dachte, du kannst ja nicht für dieses Westgeld jetzt Butter und Brot holen. Das geht ja gar nicht. Das Denken war ja, das Westgeld hebt man sich auf in Intershop und kauft dann ein paar Jeans, ne?
Es ist der Mief der DDR-Vergangenheit, der sich auch an anderer Stelle offenbart. Im Sommer entdeckt Spiegel TV auf dem Gelände der Diensthundestaffel in Leipzig ein volkspolizeiliches Geruchsarchiv für kriminologische Zwecke. Diese Gläser enthielten einst die konservierten und archivierten Körpergerüche von Regimegegnern. Operative Personenkontrolle Verleumder, von der Sitzfläche seines Stuhls genommen. Hatte man das Schnüffeltuch in Kontakt mit dem Opfer gebracht, konnten speziell abgerichtete Hunde diesen Geruch mit den Spuren am vermeintlichen Tatort vergleichen. Die Probe aufs Exempel, in Glas Nummer 8 die Geruchsprobe des Reporters. Zunächst wird der Genosse Schäferhund mit der Vergleichskonserve vertraut gemacht, dann darf er los zum Fahndungseinsatz. Schon beim ersten Durchgang erwischt er das richtige Glas. Spätere Gegenproben mit vertauschten Gläsern führen zum selben Ergebnis. Auf die tierischen Stasi-Mitarbeiter war Verlass. Dass sie auch zu so etwas Absonderlichem gegriffen hat, das hatte meine Vorstellungskraft überstiegen. Umso mehr hat man gestaunt, den Kopf geschüttelt und sagte, welch entsetzlich und zugleich absurder Verein ist das gewesen. Wissenschaft, Technik stand unbegrenzt dem Ministerium für Staatssicherheit zur Verfügung, um das Volk zu unterdrücken, um alle Informationen zu beherrschen und dergleichen. Und sie haben trotzdem verloren. Der letzte Tag der DDR. Am späten Nachmittag bezieht die Westberliner Polizei Stellung in Ostberlin. Nach 40 Jahren wird das Experiment eines sozialistischen Staates auf deutschem Boden beendet. So wollte es die Mehrheit der Wähler östlich der Elbe und auch die lebenslange staatliche Konkurrenz in Bonn. Letzter Wachwechsel am Denkmal für Faschismus und Militarismus. Ablösung, Trim, Exerzierschritt. Marsch! Zwar ist der Stechschritt offiziell abgeschafft, doch die Soldaten ignorieren diese Weisung. Dann zeigen sie in schönster und peinlichster deutscher Tradition ihren Stechschritt. Meinetwegen sollten sie das zum letzten Mal noch machen. Ein Gaudi für die Zuschauer, die sich versammelt hatten und die staunten, was diese preußische DDR-Armee noch so konnte. Vorbei, vorbei. Und dann steuert der historische Abend seinem nicht ganz so glanzvollen Höhepunkt zu. Von der Euphorie jener Novembernacht vor einem Jahr ist kaum noch etwas zu spüren. Doch die deutsche Einheit, bis dahin nur Präambel im westdeutschen Grundgesetz, ist vollbracht. Der 3. Oktober ist eigentlich der falsche Feiertag, obwohl ich verstehe, warum es mit dem 9. November schwierig ist. Aber ich glaube, für alle ist es heimlich der 9. November. Am 3. Oktober war das Gefühl. Und dann war auch noch der Staatsakt gelungen. Und die Berliner Philharmoniker haben schön gespielt und die Räte waren in Ordnung. Also dann war es einfach nur gut. Einen Moment lang war es nur gut. Wir Deutschen leben vereint in einem Staat, in einem Land, in Grenzen, zu denen alle unseren Nachbarn Ja gesagt haben, in Frieden mit allen Nachbarn, gewissermaßen umzingelt von Freunden. Wann hat es das in der deutschen Geschichte schon einmal gegeben? Das ist doch ein wunderbarer Zustand, das ist historisches Glück. Kaum jemand hatte den Fall der Mauer für möglich gehalten. Und was in den folgenden 20 Jahren passierte, vielleicht auch nicht.